Wir wohnten am Robert-Koch-Platz an der Charité. Das war direkt an der Grenze zu West-Berlin. Und ja, man hörte vom Potsdamer Platz und war nicht allzu weit weg. Und dann Linden, Brandenburger Tor, da wurde ja schon geschossen und das hat man gehört bis zu uns. Das war eine ganz kurze Entfernung nur. Meine Mutter war sehr aufgeregt und ängstlich und hat uns dann mein Bruder und mich erstmal einkaufen geschickt. Also wir standen in langen Schlangen vor Lebensmittelläden, ja, mit Hamsterkäufe, wie man heute wohl sagt. Und da mussten wir irgendwas kaufen, weiß ich nicht, Haferflockenmehl, also alles, was es eigentlich gab, haben wir gekauft, weil ja keiner wusste, wie es weitergeht. Und mein Vater, der hat in Friedrichsfelde in Berlin gearbeitet und musste durch die damalige Stalinallee, der hat ein Motorrad gehabt, musste er durch die damalige Stalinallee fahren und dadurch ist er unmittelbar in diese Hektik hineingeraten. Er hat sich aber nicht an diesem Aufstand beteiligt, sowieso nicht. Und dann kam er nach Hause und den wollten sie da vom Motorrad holen. Der hatte da so einen Regenmantel angehabt, das hatte die Volkspolizei auch so ähnlich. So, und da dachten sie, er wäre ein Polizisten, da wollten sie ihn vom Motorrad holen. Also er hatte da große Glück, aber er kam nach Hause unbeschadet. Und da hat zum ersten Mal diese Angst gespürt, also die von meinen Eltern rüberkam. Ja, und dann hatten sich am Robert-Koch-Platz, da wo wir wohnten, russische Soldaten niedergelassen. An jeder Ecke stand eine Kanone, eine Haubitze und ein Panzer stand da und so. Und sehr viele Soldaten, die hatten ihr Biwak da aufgeschlagen. Und da haben wir als Kinder, war das für uns eigentlich auch wieder ein willkommenes Spielparadies. Zu uns Kindern waren sie, wie ich schon erwähnte, sehr, sehr nett, freundlich. Also ich hatte selbst diese Gefahr, die aus dieser Bewegung da entstanden ist, nicht erkannt, wie denn als knapp 7-Jähriger, kann man sowas nicht begreifen. Ich hatte nur die Angst gespürt meiner Eltern, ja, dass jetzt die Sache etwas größer werden könnte. Aber beteiligt haben sie sich nicht daran. Das heißt also, während andere vor den Panzern Angst hatten, sind sie zu den russischen Soldaten hingegangen und haben gespielt. Ja, also nicht jetzt, als unmittelbar diese Bewegung, dieser Aufstand niedergewalzt wurde, da nicht. Aber danach, ein, zwei Tage später, hatten sich bei uns dann sehr viele Soldaten niedergelassen. Ja, und für uns Kinder war das okay. Wir hatten da keine politischen Gedanken gehabt. Zu uns Kinder waren sie nett. Mein Vater hat das mit Skepsis beobachtet. Er war im Krieg auch in Russland als Soldat und hatte da eine andere Erinnerung und Meinung zu den Russen und naja, deshalb, aber wir haben unser Ding gemacht. Wir haben da mit denen, die haben uns Essen gegeben, alle toll. Wenn man als Kind von jemandem Essen bekommt, ist es dein Freund. So einfach ist es.